Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Star Wars The Old Republic. Wir müssen mal wieder dahin. Es sind vier Rennen hier. Hin, her, hin, her, hin, her. Naja, dann mal los, wa? Ja, vorhin waren 61 Personen auf dem Dings, jetzt sind nur noch, jetzt sind 59 Spielerschwund, eindeutig. Eindeutig. Ein Spiel, was schon seit Jahren stirbt. Aber es trotzdem nicht clean zu kriegen, ne? Wie gesagt, das Spiel an sich ist nicht verkehrt. Nur fehlen mir persönlich jetzt so die neuen Sachen. Frische Sachen. So wieder so Handlungsstränge, wie wir das jetzt hier machen. Was soll ich meine? Wieder was Großes, was gewaltiges, was wieder richtig Bock macht. Baru Jamunja. Naja, was willst du da machen? Kannst du nix. So, wir müssen jetzt. Den noch nicht, den nächsten, ne? Oh ja, so eine Viecher hier. Ja, nicht mal so verkehrt, dass man hier schleichen kann, beziehungsweise sich tarnen kann. Kann es sein, dass wir da unvorbereitet drin gegangen sind? Willkommen, Suchende. Ich bin der Diener von Ergast, Lord der Sith, der Hüter seines Wissens. Wer steht vor mir und was wollt ihr lernen? Mir ist ein Geist im Weg und man sagte mir, euer Meister weiß, wie man ihn beseitigt. Man kann einen Geist nicht besiegen. Den Tod kann man nur meiden, aber nicht besiegen. Aber Geister können für eine Weile gebunden werden, um sich ihre Kräfte zu leihen. Ihr müsst eine Verbindung zwischen Leben und Tod knüpfen. Ihr müsst lernen, beide Seiten der Macht zu binden, das Leben und den Tod. Man nennt es den Machtwandel. Klingt einfach. Wo fange ich an? Einfach? Das ist es nicht. Seht die Knochen an, die um euch verstreut liegen. Nicht alle sind fähig, das Ritual des Machtwandels zu meistern. Aber wenn ihr willens seid, trinkt aus dem Gefäß vor mir. Es ist Gift, aber es wird euch nicht töten. Habt ihr getrunken?
Gut. Das Gift wird schnell wirken. Dann könnt ihr das Ritual des Machtwandels lernen. Nun, da ihr bewusstlos seid, können wir anfangen. Das Ritual besteht aus zwei Teilen. Erst das Befrieden. Einen zornigen Geist kann man nicht binden. Der zweite Teil ist das Binden. Ein williger Geist ist leichter zu binden, aber wenn man dem Geist seinen Willen lässt, entzieht man ihm weniger Kraft. Ein Pakt kann geschlossen werden, den willigen Geist zu binden, besiegelt mit Blut. Oder das Ritual der Bindung wird ausgeführt. Gut, ihr lernt schnell. Es ist lange her, dass eine so vielversprechende Kreatur mein Grab betreten hat. Es muss mehr zu tun sein als diese kleine Träumerei. Ihr lernt wahrlich schnell. Ihr könntet es glatt lebend hier rausschaffen. Das ist der Test. Bindet mich und ich lasse euch frei. Ich begleite euch eine Weile und sehe das Imperium noch einmal. Versagt ihr, töte ich euch. Und versucht erst gar nicht, einen Handel mit mir zu machen. Ich bin nicht willens. Ihr habt den letzten Test bestanden. Ich bin euer Sklave. Meine Kräfte gehören euch. Ich bin an euer Leben gebunden und ihr an meinen Tod. Benutzt meine Stärke, um euch gegen Feinde abzuschirmen. Gut. Warte mal, wir können ja gleich porten. Ja, aber nichts zum Hinfliegen, ne? So, also müssen wir dann nochmal rinnen. Um dann den Geist jetzt in uns aufzunehmen. Ich will ihn in mir spüren. Ich will, dass er mir so richtig durchrödelt. Oh, jetzt sind die alle wieder da. Naja, dann schleichen wir uns mal hier durch, wa? Juti. Das hätten wir schon mal geschafft. Das war der schwierigste Teil. Uns hier durchzumanövrieren. Aber jetzt, Freunde. Flupp. Jetzt geht der Spaß erst richtig los. Guck mal, ist nicht viel los hier. Da, kämpfen schon wieder. Heute ist richtig Bambule angesagt hier. Ja, nur noch 51 Leute. Es wird immer weniger. Um Gottes Willen. Spielerschwund. Hier sind ja schon welche am... Da sind ja schon welche am Eingang tot. Was haben die denn verkehrt gemacht?
Naja, gucken wir mal. Ich finde, die Inquisitor-Story ist eine recht coole Story. Nicht so coole Story ist eher... Naja, was heißt nicht so coole Story? Kopfgeldjäger, das Ende finde ich irgendwie doof. Wieder zurück? Ich höre euch huschen, giftbezahnte Viper. Die einzige Heilung für Wahnsinn ist Wahnsinn. Was ist geschehen? Was habt ihr mit mir gemacht? Ihr seid nicht meine Tochter. Bringt mir das verräterische Stück, damit ich sie aufschlitzen kann. Das nennt sich Machtwandel. Ich nehme eure Kräfte als die meinen an. Und ich habe noch gespottet, als ich hörte, dass solch ein Ritual existiert. Glaubt ihr wirklich, ihr könnt mit meinen Kräften umgehen? Ach, egal. Ihr kriegt mich nicht. Dies ist meine letzte Bastion und ich werde nicht euer Sklave. Na, ich nehme mal das andere, wa? Wenn ich fertig bin, lasse ich euch frei. Ihr lasst mich frei. Ich werde nicht an euch oder dieses Grab gebunden sein. Besiegelt den Pakt mit eurem Blut. Dann willige ich ein. Ach, ernsthaft jetzt? Nein. Wenn ich es mir so überlege, ich nehme euch einfach so. Verlogener Scharlatan. Wir bleiben unserer Linie treu. Fertig. Wir werden hier... Gut gemacht. Mit den Kräften dieses Geistes und des anderen könnt ihr euch vielleicht vor Thanatons Raserei schützen. Nehmt die Schriften von diesem da und zeigt Thanaton, was ihr alles gelernt habt. So, der ist am Allerheiligsten, ne? Ja, geh mal von aus. Wo soll der sonst sein, der Knülsch? Den machen wir mal Lucky Lucky, ne? Afageban. So, hierin. Hierin, hier rum und hier tralala. Ist der in meinen Gemächern? Ist der in meinem Büro? Der spinnt wohl oder was? Ich habe, was gewünscht war. Ihr habt mich in eine schwierige Lage gebracht. Als Sesh sich mir widersetzte und Skotia töten ließ, verlangte es die Tradition, dass sie getötet und ihre Machtbasis zerstört wird. Glaubt mir, ich wünschte, ihr wärt in dem Grab geblieben. Es wird mir eine Pein sein, euch sterben zu sehen. Erspart mir die falschen Tränen. Ich bin bereit, gegen euch zu kämpfen. Ihr habt das Recht, euch zu verteidigen. Ansonsten wäre ich auch enttäuscht von euch. Möge die Macht euch mit offenen Armen empfangen. Tötet sie. Aru Jamunja. Thank you.
Ihr seid wirklich gnadenlos. Ich verstehe, wieso Sash euch erwählt hat. Aber jetzt ist es genug. Ah, ihr habt euch vorbereitet. Damit hätte ich eigentlich rechnen müssen. Zu eurem Pech bin ich älter und weiser und habe Rituale studiert, die ihr euch nicht einmal vorstellen könnt. Ich habe etwas auf Malachor 3 zu erledigen. Bereitet mein Schiff vor und sorgt für eine würdige Einäscherung hier. Ja, mein Lord. Mein Lord, ihr seid wach. Wir müssen schnell hier raus. Wenn Thanaton herausfindet, dass ihr noch lebt, stecken wir in Schwierigkeiten. Soll Thanaton mich doch finden. Ich werde ihn töten. Ich bezweifle, dass ihr im Moment stark genug dafür seid, mein Lord. Kehren wir mit den anderen zum Schiff zurück. Dort können wir überlegen, was zu tun ist. Aber müsste der hier nicht... Naja. Da wegkommen, den wegtüdeln. Also den wegpacken, dass man, ist ja so, sieht man doch. Wir sind nicht da, den sein Diener liegt tot am Boden. Eins und eins zusammenzählen. Mein Sith Lord, ihr seid zurück. Ich dachte, ihr wärt tot. Das war ja schlimmer, als von einer ganzen Banta-Herde niedergetrampelt zu werden. Wir folgten Thanatons Dienern, töteten sie und zogen euch aus einem Graben. Zuerst hattet ihr keinen Puls, doch Karl bemerkte, dass ihr noch warm wart. Ich habe keine Ahnung, wie ihr das überleben konntet. Was für ein Graben? Hä? Wir waren doch in den Salmilmechern. Nee, nicht mal, waren mal unsere. Das erklärt, warum ich noch lebe. Wo ist Thanaton? Seid ihr wirklich bereit, gegen ihn zu kämpfen? Er hat euch wirklich hart zugesetzt. Dass du überlebt hast, ist wohl das Beachtlichste, was ich je erlebt habe. Ich kann es immer noch nicht fassen. Anscheinend war Thanatons Ritual zu stark für dein Schild. Aber er hat das Band zwischen dir und den Toten nicht richtig verstanden. Um dich zu töten, hätte er ihre Geister vertreiben müssen. Du bist gestorben? Doch durch ihre Anwesenheit bist du dennoch am Leben geblieben. Das ist großartig, aber was machen wir jetzt? Wir können nicht warten, bis Thanaton zurückkommt und uns tötet. Ich werde die mächtigsten Toten der Galaxis finden, sie binden und ihre Kraft aufnehmen. Thanaton wird keine Chance haben. Es ist ein Glücksspiel. Niemand von uns weiß, welchen Preis die Aufnahme solcher Kraft in so kurzer Zeit mit sich bringen würde. Der Preis ist mir bewusst, aber ich werde es riskieren. Wir haben auch nicht wirklich eine andere Wahl, oder? Also, wo finden wir noch mehr Geister? Die Jedi auf Taris untersuchen etwas derartiges. Ich habe vor meiner unglücklichen Verwandlung einen Mann dorthin geschickt, um Nachforschungen anzustellen. Ich müsste mir das Ganze noch genauer ansehen, um ganz sicher zu sein, aber ich schlage vor, wir kontaktieren ihn. Ich bin äußerst dankbar. Ich wünschte, wir hätten mehr Hinweise, aber im Moment kann ich nicht mehr bieten. Corin und ich werden uns auch umsehen. Und Thanaton beobachten. Wenn er etwas unternimmt, geben wir euch Bescheid. Viel Glück, mein Sith Lord. Huiuiuiuiuiui. Okay. Der Padawan, Reise nach Taris. Freunde der Sonne, ich würde sagen, die Folge ist heute mal ein bisschen kürzer.
Dann können wir ab der nächsten Folge gleich mit dem nächsten weitermachen hier. Oder? Ja. Ich würde sagen, haltet die Ohren steif und tschüss.